Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, Geralt hat endlich die Frau fürs Leben gefunden, aber bevor er dieses Leben führen kann, müssen wir noch einiges erledigen. Ciri finden, ja, Ciri retten, die Welt retten, irgend sowas wird uns da noch bestimmt in die Quere kommen. Und bevor wir das alles angehen können, sollten wir erstmal unser Inventar ein bisschen aufräumen, unsere Ausrüstung reparieren und vielleicht gucken, was wir jetzt schon Neues machen können. Wir haben ja bestimmt jetzt noch ein Level-Up gemacht. Ich habe gar nicht mehr geschaut, um ehrlich zu sein. Irgendwie habe ich keine Erfahrung bekommen für die letzte Quest. Das war ein bisschen doof. So. Ja, wir sind wieder zurück hier in Krähenfels oder auf Krähenfels. Ich glaube, als erstes schlafen wir erstmal, denn wir haben es mitten in der Nacht. Da ist gerade eh nicht so viel los. Nach all der Action gönnen wir Geralt mal ein paar Stündchen bis zum Mittag. So. Oha. Ja, das sieht doch gleich viel besser aus. Trinken wir. Es wird schon Abend. Kannst versuchen, sie es wird schon Abend? Was? Von wegen. Arr. Ist noch mitten am Tag hier. Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stand. Immerhin schreit hier niemand mehr auf Krähenfels. Also wir haben das Böse zumindest soweit mal eingedämmt. Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Oh, ich habe ganz schön viel Geld verloren, sehe ich gerade. Aber er hat ja noch ein bisschen was. Ja, ich würde sagen, wir missen jetzt hier mal ein bisschen aus. Das Zwergenbeil ist ja auch schon Ewigkeiten. Ja, diese Schwerter mit Eigennamen würde ich ganz gerne noch behalten. Aber hier so Log wie gerade Langschwert, Gildorfer Schwert. Das kann alles weg. Aber gut, langsam kann der gute Zwerg auch kein Geld mehr rausgeben. Aber gut, hierfür kriegen wir ja kaum Geld. Hier machen wir nur ein bisschen Platz frei. So. Genau, jetzt brauche ich noch sein Handwerk. Ich glaube, er kann mir gerade nichts Neues herstellen. Doch, Stufe 15 Stiefel, aber ja, die sind genauso gut wie meine. Na gut, dann lieber erstmal reparieren. Da kann er überall mal ein bisschen draufhauen. So, dass wir jetzt hier ja ordentlich vorbereitet sind. Leb wohl. Sehr schön. So. Die Götter haben sich von uns abgewandt. Ah, Quatsch, es gibt gar keine Götter. Also kann sich auch niemand von euch abwenden. So, sollen wir jetzt eigentlich den König töten? Ich wäre ja eigentlich mal stark dafür. Aber bevor, würde ich ganz gerne noch, der Fall des Hauses Rückkehr. Rücker. Geralts weite Reise durch das ländliche Welen führte ihn auch an ein Dorf namens Lindenthal. Dort traf er eine grammgebeugte alte Frau. Was war der Grund ihres Kummers? Sie war obdachlos. Ein Monster hatte in ihrem Familiensitz sein Nest gebaut und sie gezwungen, sich etwas zu mieten, bis sie sich das nicht mehr hatte leisten können. Nun bat sie Geralt, ihr Haus von der Bestie zu befreien. Zum Dank gab sie ihm ein kostbares Objekt, den Schlüssel zu einer Truhe, in der sich angeblich all ihre Ersparnisse befanden. Geralt konnte seine Hilfe einer alten Dame in Not nicht verwehren. So. Der Fall des Hauses Rücker. Dem gehen wir jetzt direkt mal nach. Weiter so, Plötze. Genau, weiter so. Weil wir in letzter Zeit so oft auf Plötze geritten sind. Meister Hexer. Nee, aber es wird mal Zeit, wieder ein paar Nebenquests abzuarbeiten, wobei die Quest um Triss herum ja auch eigentlich eine Nebenquest war. Aber der Königsmörder-Quest gehen wir natürlich auch noch nach. Langsam. Zieh die Waffe? So, langsam geht der Typ mir auf den Sack. Jetzt will ich endlich mal dem nachgehen, was er hier macht.
Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus! Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern! Halt, sag ich! Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid! Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen, nach dir kommen noch 99 weitere. Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun also, dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Ich hab sie doch noch nie gesehen. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Okay, der Typ ist ein... Schon gut. Ich ergebe mich. Oh Gott, ein Schlag. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal... Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Aha, ich bin mal gespannt, ob wir diesem Knilch nochmal begegnen. Aber immerhin 25 Erfahrungspunkte und er hört auf und ständig zieh dein Schwert entgegenzuschreien, wenn wir ihn treffen. Ja, nach uns wollte er noch 99 besiegen. An uns ist er direkt mal gescheitert. Naja, naja, naja. Was soll man dazu sagen? Nö. Stufe 17, aber noch keine weiteren Punkte zu vergeben. Aber wir sind ganz kurz vor dem Level up. Ich glaube, ich weiß, welches Haus sie meint. Fällt mir dabei gerade so auf. Wenn ich hier gerade nicht wild durch die Prärie reite. Und da mir gerade auch nichts Besseres einfällt, gibt es für euch erstmal ein bisschen Atmosphäre. So, frage Dolores nach den Monstern in ihrem Anwesen. Die gute Dolores. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Ja, und sie kamen nicht mehr wieder. Jetzt habe ich mehr zu essen. Ein grauhaariger Typ wie du muss ja Erfahrung haben. Kämpfst du gegen Standfilme? Worum geht's denn? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrübel verwehrt mir ein Dach über dem Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender, ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück, habe ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Sorge, für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus liegt östlich von hier. Nimm den Schlüssel. Wenn du die Bestien vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn's notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. So, der Fall des Hauses Rückkehr. Ja, helfen wir einer alten Oma. Komm mal her, Plötze. Trab mal an hier. Genau, gutes Plötzchen. Ja, zum Reisig sammeln. Und dann? Ja, dann habe ich Reisig gesammelt. Okay, was hast du dann gemacht? Reisig gegessen. Wow.
ja, diese geilen Geschichten, die hier so erzählt werden am Wegesrand. Ich weiß, man kann das super romantisch und detailverliebt finden. Ich finde das manchmal lustig. Genau, und außerdem werde ich mal wieder in eine Party eingeladen, weil ich das immer noch nicht geändert habe, dass das so angezeigt wird. Oha, plötzlich wieder. Los, lauf! Oh Gott! Ich glaube, hier sollten wir später auch nochmal gucken, ob wir hier irgendwelche coolen geheimen Orte haben, die wir erkunden können. So, wir sind jetzt schon relativ richtig. Ja, ein paar Wölfe. Wölfe sind jetzt nicht so wild. Also sind schon wilde Tiere, aber nicht so wild für uns. So, hier ist dann also das... Das muss das Herrenhaus sein, das die alte Frau meinte. Töte die Monster im Anwesen. Keine Zeichen von Monstern. Entweder halluzinieren die Leute hier oder es hat ihnen jemand Angst eingejagt. Gut, dann gehen wir doch mal ins Haus. Was ist los? Eine Sprengfalle. Wer die vorbereitet hat, wusste, was er tut. Wow. Das Monsterfallen aufstellen ist mir neu. Hier muss jemand sein. Überall Fallen. Ich muss aufpassen. Ja, Falle, Falle, Falle. Hier sind überall Fallen. Ah, da ist abgeschlossen. Das war dann wohl mal der Pferdestall. Aber das Pferd sieht schon ziemlich hinüber aus. Ich glaube nicht, dass das Monster sind, die hier im Anwesen wohnen. Ein Stolperdraht. Oha. Problem gelöst. Naja, noch nicht ganz, denn... wirklich betreten kann man das ja hier alles noch nicht. Da holt man sich ja trotzdem immer noch den Tod. Aber hier ist eine weitere Tür, eine wichtige Tür. Kann man die wegarden? Ja, die kann man wegarden. Okay. Mal gucken, was wir hier so finden in den Kisten. Nichts Spannendes. Hier oben. Wir auf den Dachstuhl klettern. So. Ja, okay, aber die Frage ist immer noch, wie kommen wir ins Herrenhaus rein? So, hier ist noch eine Falle. Die entschärfen wir natürlich. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Ah, hier kommt Bauer. Ein Stolperdraht. Ein Stolperdrähtchen. Ja, und da werden dann gleich Pfeile rausgeschossen. Mal sehen, was sich damit aufsperren lässt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, nämlich die besagte Tür, an der wir eben waren, die nicht aufging. Nämlich diese da. Bewegung. Ich sollte die Ohren offen halten. Es raschelt. Da drüben. Geister der Vergangenheit. Das Rascheln kommt aus der Scheune. Mal sehen, wen wir hier finden. Irgendetwas stimmt nicht. Ein Stolperdraht.
Problem gelöst. Ja, hier sind einige Stolperdrähte. Ein Stolperdraht. Problem gelöst. Von da oben kommen die Geräusche. Hier haben wir noch mal eine Falle und da ist eine umgeworfene Leiter. Um die ich mir Sorgen machen muss. Eine Art Dachboden. Ich muss irgendwie darauf gelang genug sein, um die obere Ebene zu erreichen. Mal sehen, was dort oben ist. Deine Reflexe sind langsamer geworden. Hoffentlich bist du nicht verletzt. Das waren meine Fallen. Leto? Ja, dich hätte ich hier niemals erwartet. Gehörst du zu ihnen? Wer ist ihnen? Für den Kaiser? Söldner. Für sich selbst? Kopfgeldjäger. Für mich? Gewöhnliche Hurenböcke. Nun, von mir brauchst du keine Angst zu haben. Ich habe von einer alten Frau einen Auftrag angenommen. Ich sollte die Monster hier vernichten. Das habe ich schon erledigt. Vergiss das nicht, wenn du dir die Bezahlung abholst. Wen hast du diesmal angepisst? Der Kaiser möchte mich loswerden. Ich bin schließlich ein unbequemer Zeuge. Seit ich Lok Muin verlassen habe, wollten mich viele umbringen. Jetzt weiß ich, was die ganzen Fallen sollten. Bin vorsichtig geworden. Aus gutem Grund. Die sehen nicht wie verirrte Reisende aus. Das sind auch keine. Louis hat mich wohl verraten. Louis? Ein alter Freund, auf seine Art. Wir haben vor einiger Zeit zusammengearbeitet. Louis hat mir das Haus empfohlen. Du bist unvorsichtig geworden. Hast dich in eine Falle locken lassen. Nein. Die einzigen Fallen hier sind meine. Wir müssen sie loswerden. Kommst du? Geh voraus. Haben wir einen Angriffsplan? Ja. Improvisation. Schnapp den! Ja, unser alter Freund Leto, naja, was heißt Freund? Unser großer Antagonist oder einer der großen Antagonisten aus The Witcher 2. Wir hatten uns ja entschieden, also in der Befragung ihn leben zu lassen. Zur Erinnerung, ich hätte das Let's Play damals beendet mit beiden Enden, also hätte ich beide Enden gezeigt. Und ich fand es sehr interessant, was wäre, wenn Leto noch lebt. Jetzt wissen wir es. Leto ist in Velen und muss sich vor dem König verstecken. Und wir, ja, wir müssen jetzt hier mal die Kopfgeldjäger loswerden. Aber Level 7 Kopfgeldjäger sind ja nicht so stark. Verdammte Idioten. Für Mörder sind die aber schäbig gerüstet. Das sind nur Späher. Die wollten sehen, ob Louis die Wahrheit gesagt hat. Der Rest wartet sicher in der Nähe. Und dein alter Kumpel weiß bestimmt wo. Er war der Einzige, der wusste, dass ich hier bin. Ich denke, ich sollte mit ihm darüber plaudern. Könnte interessant werden. Das will ich sehen. Komm mit. Wenn zwei Hexer auftauchen, ist er sicher um einiges gesprächiger. Bleib in meiner Nähe. Den Ort findet man kaum, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Gott, Leto sieht ja in diesem Teil noch viel schäbiger aus als bei unserem letzten Treffen. Dieser Louis, ich bezweifle, dass er zu deinen besten Freunden gehört. Du weißt, wie es in diesem Geschäft ist. Abends trinkt man mit jemandem und am Morgen schaut man nach, ob man beklaut wurde. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war noch bevor Voltest sich aus dieser Welt verabschiedet hat. Los, lauf! Louis war ein gesuchter Mann in Edirn. Es war eine große Belohnung auf seinen Kopf ausgesetzt und es gab kaum andere Aufträge. Ich wollte ihn schnappen und was verdienen. Ihn aufzuspüren war leichter, als einen Ertrunkenen zu töten. Er vergnügte sich im goldenen Gehängten, mitten in Hagel. Ich habe ihn geschnappt und gefesselt. Aber der Wachposten war bis zum Morgen geschlossen. So hatten wir ein paar Stunden, haben geredet, uns die Zeit vertrieben. Die Unterhaltung war so gut, dass ich ihn am Morgen laufen ließ. Und deshalb hast du ihm vertraut? Weil du dachtest, er schuldet dir was? Ich war dumm. Dummheit kostet.
Aber Verrat kostet mehr. Auch nicht schlecht. Als König Foltis sich aus dieser Welt verabschiedet hat, nachdem Leto ihn ja getötet hat. Ja, wir erinnern uns The Witcher 2. Ich glaube, da wäre Geralt nicht so einfach an Letos Seite geritten. Oh, da ist noch ein Schätzchen. Langsamer. Leto, warte mal ganz kurz. Ich muss mir schnell mal dieses Schätzchen hier besorgen gehen, was hier unter irgendwelchen Trümmern liegt. Hi, Bandit. Wow. Verdammt. Du hast ganz schön zu, Bandit, aber du bist zu schlecht im Level. Und jetzt bist du einen Kopf kürzer. Oh Gott, wie das Blut da runterfliegt. Ein bisschen Asche und wir müssen noch irgendwie hier unten reinkommen. Nee. Irgendwo ist hier ein Eingang zu einer Höhle oder zu einem Versteck oder sowas. Weil wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch gleich mal hier alles anschauen. Ah, ja. Ja, hier ist ein Schatz. In einer Höhle unter uns. Aber wo ist der Zugang zur Höhle? Ah, bestimmt auch hier. Ha. Irgendwo muss ein Zugang sein.